Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren Abgeordnete, mit dem vorliegenden Antrag soll die Landesregierung aufgefordert werden, einen breit angelegten Diskussionsprozess zu den 21 Thesen im Rahmen der Initiative Baukultur Mecklenburg-Vorpommern aus dem Jahre 2003 einzuleiten. Ziel soll sein, die Thesen auf ihre Aktualität hin zu überprüfen sowie den Fortschreibungs- und Ergänzungsbedarf zu ermitteln. Seit dem Jahre 2001 haben sich zahlreiche Akteure verpflichtet, dieses Bauerbe zu erhalten, zu pflegen und sinnvoll zu nutzen. Architekten, Ingenieure und Vertreter aus Politik und Verwaltung haben sich in der Initiative Baukultur Mecklenburg-Vorpommern zusammengeschlossen, um sich engagiert für hochwertige, moderne Architektur und eine nachhaltige Regional- und Stadtentwicklung einzusetzen. Als erstes Bundesland wurde im Jahr 2003 im Landtag Mecklenburg-Vorpommern ein Beschluss zur Förderung der Baukultur gefasst. Ziel ist es, auf Grundlage eines breiten öffentlichen Dialogs eine schrittweise Verbesserung der Baukultur im Land zu erreichen. Im Jahre 2003 wurde die Initiative Baukultur Vorpommern gestartet. Im Ergebnis dieser Initiative sind 21 Thesen zur Entwicklung der Baukultur in Mecklenburg-Vorpommern erarbeitet worden. In den 21 Thesen wurden Wege, Maßnahmen, wie Baukultur umgesetzt und konstruktiv entwickelt werden kann, auf vielfältigen Veranstaltungen auch öffentlich diskutiert. Meine Damen und Herren, seit 1998 würdigt die Landesregierung gemeinschaftlich mit der Architektenkammer und der Ingenieurkammer Mecklenburg-Vorpommern herausragende Bauwerke im zweijährigen Rhythmus mit dem Landesbaupreis. Der Landesbaupreis wird vom Ministerium für Wirtschaft, Bau und Tourismus in Mecklenburg-Vorpommern, der Architektenkammer und der Ingenieurkammer am 16. Juni 2016 bereits zum 10. Mal verliehen. Frau Lück hat auch darauf hingewiesen. Am 22. Juni 2016 wird in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock der 12. Rostocker Architekturpreis vergeben. Und am 25. und 26. Juni begehen wir in Mecklenburg-Vorpommern den Tag der Architektur mit einem vielfältigen Rahmenprogramm im gesamten Land. All diese Aktivitäten bringen doch gerade die Umsetzung der Thesen zur Entwicklung der Baukultur zum Ausdruck und bezeugen somit den breiten Dialog zur weiteren Stärkung der Baukultur in unserem Land. Meine Damen und Herren, Baukultur ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, sowohl auf der staatlichen als auch auf der privaten Ebene. Gebautes ist auch ein Spiegelbild unserer Gesellschaft und unseres Zusammenlebens, dabei sinnvoll erfahrbar im Alltäglichen wie im Einzigartigen. Baukultur ist natürlich auch Prozesskultur, die Veränderung und Wandel berücksichtigt. Baukultur hilft, das Alte zu bewahren und schafft gleichzeitig die Verbindung zum Neuen, zum Modernen, spannt somit die Brücke aus der Vergangenheit über die Gegenwart in die Zukunft. Die Weiterentwicklung der Baukultur bedeutet nichts anderes, als die Geschichte und Tradition des Landes zu bewahren und auf moderne, innovative Architektur und nachhaltige Regional- und Stadtentwicklung zu setzen. Baukultur heißt aber auch, mit unserer Umwelt verantwortungsvoll umzugehen. Dabei müssen ebenso ökologische und wirtschaftliche Qualitäten berücksichtigt und mit den soziokulturellen Anforderungen in Einklang gebracht werden. In diesem Sinne braucht Baukultur ein Umfeld, das von einer hohen Sensibilität und Verantwortung aller für die Qualität unserer Häuser, Straßen, Plätze, Brücken und Parks gekennzeichnet ist. Erste Warnzeichen sind mit Dämmplatten vermummte Wohnsiedlungen und historisch wertvolle Bausubstanz oder zu Kleinkraftwerken umgebaute Bauernhöfe. Die Gestaltung der gebauten Umwelt, die Bewahrung des kulturhistorischen Erbes und der Schutz unserer einmaligen Landschaft sind von immenser Bedeutung für die Einwohner und die zahlreichen Touristen, die Mecklenburg-Vorpommern jedes Jahr besuchen. Und unser Land geizt dabei nicht mit seinen Reizen. So beeindrucken die Städte und Dörfer in Mecklenburg-Vorpommern durch ihr einzigartiges Erscheinungsbild und ihr kulturelles Erbe. Die Hanse und die Residenz, die Ackerbaustädte, die Bäderorte mit ihren einzigartigen Architektur, aber auch die vielen Guts-, Fischer- und Bauerndörfer sind dabei typisch für unser Land. Unverwechselbare Architekturgeschichte bieten die über 2000 Schlösser, Herrenhäuser, Gutshäuser mit ihren Parkanlagen und natürlich die Gotteshäuser in beeindruckender Backsteingotik. Der Städtetourismus hat sich zu einem echten Wirtschaftsfaktor entwickelt. Meine Damen und Herren Abgeordnete, das Thema Baukultur ist auch im Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern als eine Leitlinie in der Landesentwicklung formuliert. Viele Landesbauten sind als Beitrag zur Baukultur im Ergebnis von Architekturwettbewerben entstanden. Um die Debatte über die Qualität von Baukultur in der Öffentlichkeit zu fördern, bedarf es weiterhin eines kontinuierlichen Dialogs zwischen allen am Planungs- und Bauprozess Beteiligten mit den Nutzern.
Das Landesparlament hat auf Initiative der SPD-Fraktion 2012 die Regierung beauftragt, regelmäßig über die Initiative Baukultur in Mecklenburg-Vorpommern zu unterrichten. Der erste Bericht Ende 2013 über die Aktivitäten der Initiative Baukultur war insofern eine gute Grundlage für die weitere Diskussion und die weitere Arbeit. Um auch in Zukunft auf eine hohe Baukultur setzen zu können, bedarf es einer Verstetigung der Initiative Baukultur. Unser Ziel muss es weiterhin bleiben, das öffentliche Bewusstsein für die gebaute Umwelt zu stärken, die Bürgerinnen und Bürger für Baukultur zu begeistern. Denn eine Erhöhung der Attraktivität der Städte und Dörfer führt zu einer Verbesserung der Lebensqualität und kann insbesondere einem weiteren Bevölkerungsrückgang im Land entgegenwirken. Meine Damen und Herren, natürlich wird vielfach auch mit öffentlicher Unterstützung und mit Hilfe von Transferleistungen des Bundes gebaut. Seit Jahren ist die Städtebauförderung ein Erfolgsprogramm und eine tragende Säule, wenn es um die kontinuierliche städtebauliche Erneuerung geht. Die SPD-Fraktion von Mecklenburg-Vorpommern und sein Koalitionspartner bekennt sich zu den besonderen baulichen Werten des Landes, die sich als Ergebnis der mehr als tausendjährigen Baugeschichte als gebaute Kultur darstellen. Vor diesem Hintergrund fördern wir die Initiative Baukultur Mecklenburg-Vorpommern und werden den Aufbau des Netzwerkes Baukultur auch zukünftig begleiten. Mit dem Netzwerk wollen wir erreichen, die Akzente im baukulturellen Leben Mecklenburg-Vorpommern zu bündeln und die Aktivitäten besser aufeinander abzustimmen. Auch mit Blick auf die Bundesebene wird das Thema Baukultur durch die Gründung der Bundesstiftung Baukultur besonders befördert. Meine Damen und Herren Abgeordnete, die Baukultur ist ein wichtiger Standort und Wirtschaftsfaktor für Mecklenburg-Vorpommern. Die Wichtigkeit dieses Themas haben wir im Jahre 2012 durch eine Antragsinitiative Baukultur in Mecklenburg-Vorpommern unterstrichen. Ziel des im Jahre 2014 imitierten Antrages Kunst am Bau als Ausdrucksmerkmal der Baukultur in Mecklenburg-Vorpommern stärken, war es zudem, bei der Förderung von Baumaßnahmen die Möglichkeiten zur Berücksichtigung von Kunst am Bau im Rahmen der vorhandenen Fördermittel fortzusetzen. Bereits im Koalitionsvertrag 2011 bis 2016 haben sich die Koalitionäre zur Baukultur bekannt. Wir haben uns explizit dafür ausgesprochen, den Aufbau des Netzwerkes Baukultur weiter zu begleiten. Ich denke, der Minister wird darauf gleich eingehen. Alle Aktivitäten, die auf Grundlage eines breiten Dialogs eine schrittweise Verbesserung der Baukultur in Mecklenburg-Vorpommern erreichen, sind zu begrüßen. Insbesondere Initiativen wie Neues Wohnen in der Innenstadt und Veranstaltungsreihen wie Planerwerkstätten werden unter Mitwirkung des Landes durchgeführt. Hierbei ist der Dialog mit den Gremien der Kommunen und den Bürgern der Region ein zentraler Punkt. Meine Damen und Herren Abgeordnete, die 21 Thesen zur Entwicklung der Baukultur haben an ihrer Aktualität überhaupt nicht nachgelassen. Und deshalb wird es selbstverständlich immer eine Aktualisierung und Fortschreibung geben, da sich dieser Prozess immer in der Realität widerspiegeln muss. Aber dafür bedarf es keines neuen Antrages, meine Damen und Herren der Linksfraktion. Die SPD-Fraktion lehnt diesen Antrag ab. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.